Moin Moin Leute, wieder zurück bei Mafia 2 und wir geben Gas. Auf geht's. S um zu bremsen. Okay. Und F um auszusteigen, logischerweise. So. Okay, und jetzt rechts abbiegen. Machen wir doch platt. Dann eine Weile geradeaus. Ja, zurück zum Thema, wir können sicher Auto fahren. Hey, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten. Hey, Rito, weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Stimmt. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du es bezahlen musst? Ja. Und die Bullen links. Ich glaube, wir dürfen bis 40 fahren. Ich weiß jetzt nicht mal, wo der Knopf ist und das Ding hier. Das war anders. Das V. Tja, du hattest recht. Wir haben dir da drüben wirklich das Autofahren beigebracht. Es gibt so eine Möglichkeit. Es war alles ein Gutes. Oh Gott, Fraps. Ah, puh. Geh weg da. So, wir müssen hinten in die Ecke. Wir packen einfach mal hier. So, okay. Egal. Huhu, schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Ja, David, du kennst schon. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Ach Gott, warum wird das denn jetzt schon wieder so? Ich hab vergessen, Zeit zu stoppen. Bingo. Bingo? 12 Frames nur noch, das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Jetzt geht's wieder hoch. Tür öffnen, auf nach Giuseppe. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles, sogar gefälschte Waffenscheine und Armeeentlassungspapiere für diejenigen, die keinen Bock haben, sich abknallen zu lassen. Ja, so wie wir. Ja, dann gehen wir hier doch einfach mal rein, wir müssen anscheinend alles selber machen. Giuseppe, ich habe einen neuen Kunden. Hallo, für Joe. Dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Das ist ziemlich absolut ätzend. Einwandfrei. Tut mir leid. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safe-Knacker in ganz Empire immer Bay. Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du, was hab ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere, Vito. Na, wir brauchen noch einen Satz Dietriche. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Boah, haha. Natürlich wir, logischerweise. $7 kosten die Dietriche. Ja, da kommt der Koffer nochmal glatt. Beenden. Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier, nimm das Schloss hier. Du musst den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte anheben. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Wenn alle Stifte in Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss geht auf. So, S-Bolzen bewegen. Achso, ja, stimmt, das war ja das System. Mit S bewegen ein Bolzen, mit E lassen wir das Ding hier bei Grün einfach zuschnappen. Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, ha? Keine Ahnung, du kriegst den Dreh schon raus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Ja, du machst auch immer, wenn du ein neues Auto brauchst. Genauso wie wir. Wir werden das auch dauerhaft machen, wenn wir ein neues Auto brauchen. Es sei denn, das Ding steht auf dem Hinterhof und wir schlagen einfach die Scheibe. Willst du den Wagen immer noch knacken? Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Auf geht's. Wir stehen jetzt hier in Jefferson. Scheibe? Nein. Schloss knacken, gedrückt halten mit F. Achso, gedrückt halten, sag ich doch, was ist denn los hier? Einmal, zweimal und dreimal. Wir haben ein neues Fahrzeug. Bleib alte... auf Autodiebstahl! Ach Gott. Die Polizei will dich festnehmen. Verstanden. Autodiebstahl im Gange. Nehme Verfolgung. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, schnell! Roger. Ja, wollt ihr mich verarschen? Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, gleich von Anfang an, dass die Bullen direkt um die Ecke sind. Natürlich, komischerweise, ist toll. Jetzt schütteln wir hier fix die Bullen ab. Das kriege ich jetzt auch relativ fix hin. Eigentlich ja. Das war's schon. Und
gut. Scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Oh Gott. Gut. Wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, ja, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Oh Gott. Keine Sorge. Das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Ja, ich hab nur 6 Frames. Die Bullen dürfen mich noch nicht sehen, jetzt habe ich ein Problem. Oh, Fraps, jetzt gehen wir nicht auf Eier, Alter. Yay, Standbild. Geil, sehr, sehr geil. Und ein Frame. Was denn ist das denn? Oh Gott, in der Probeaufnahme hatte ich kein Problem mit der Fraps. Oh Gott, wir müssen hier rein. Hier, park vor dem Werkstatttor. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Lass mich rein. Wie läuft's so? Ja. So. Wie kann ich helfen? Wir wechseln die Kennzeichen. Und, Kennzeichen wechseln. Neue Nummernschilder. Kein, das können wir sogar auswählen. Keine Ahnung. Einfach mal. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da ist KSD, keine Ahnung, mir ist egal. KSA. So. Kennzeichen ist geändert. Es ist alles erledigt. Jetzt kann ich auch den Motor tunen. Diesmal wird Joe für mich bezahlen. Das ist Farbe neu lackieren. Leistung verbessern. Wagen muss repariert werden. Dann reparieren wir doch zuerst. Was ist da los? Wagen reparieren. Diesmal wird Joe für mich bezahlen. Da können wir eigentlich komplett einmal alles machen. Wagen ist voll getuned. Und wir können jetzt auch noch eine andere Farbe auswählen. Wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. So, wir lackieren dieses kleine hübsche Teil in einem eiskalten Rot oder im Schwarz. Das Grün ist ziemlich cool. Ja, das Grün bleibt. Das macht er einfach mal eben so, während wir hier drin sitzen. So, Joe hat das alles bezahlt. Komm sofort. Leistung verbessern geht nicht mehr. Vor allem Felgen wechseln, das können wir auch noch machen. Wechseln brauchst hier mal neue Felgen. Räder? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Hat zwar keine Auswirkungen, aber sieht einfach besser aus. Und was passt hier zu? Die passen hinzu. Und da hat Joe bezahlt, ist mir das vollkommen egal, nutzen wir komplett aus. Auf geht's, vielen einmal Dank. Raus hier. Tschüss. Hoffen wir, dass das Ding nicht direkt hier kaputt fahren. Wenn ich gleich hier Frame-Einbrüche haben. Die haben gut, wir natürlich. Dann stelle ich dich jetzt Mike Bruski vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Oh Gott, die Sprüche sind so schlecht. Würdest du für $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell, ich brauche die Kohle dringend. Ich glaube, wir schaffen das in der Zeit nicht mehr. Aber da ich die Folgen wirklich gerne bei 10 Minuten hätte. Glaubst du dann lieber auf den ersten Blick, so, oder soll ich nochmal reinkommen? Auf die schlechten Anmachsprüche zu erzählen. Oh, bitte. Ja, wie du findest die auch richtig scheiße. Hey Baby, das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Und das soll funktionieren? Ja, anscheinend. Bei ihm funktioniert es. Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. So. Glaube hallo Kleines, nicht, eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Der war schlecht. Wenn man drei Beine in der Hose hat, dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Nachdem er seine Sprüche beendet hat und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, bis dahin. Tschüss.